Sie sind hier 1. Oktober 2018, 9.14 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten. Niko Kovac hofft gegen Ajax Amsterdam auf eine Befreiung für seine Mannschaft. Trotz zuletzt zwei sieglosen Spielen ist der Bayern-Trainer mit der Situation zufrieden. Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hofft im Champions League-Duell mit Ajax Amsterdam auf einen Schub für seine Mannschaft. Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächsten vier Spiele gehen, sagte Kovac in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die Begegnung am Dienstag und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse. Champions League, FC Bayern München, Ajax Amsterdam ab 21 Uhr im Live-Ticker, Bundesliga nicht mit Champions League vergleichbar. Die Situation in der Bundesliga nach zuletzt zwei Spielen mit nur einem Punkt wollte der 46-Jährige nicht mit der Champions League vergleichen. Man muss differenzieren, das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun, sagte Kovac, der nach der Niederlage bei Hertha BSC 0:2 und dem Remis gegen den FC Augsburg 1:1 ohnehin eine andere Betrachtungsweise wählt. Man kann auch sagen, wir haben vor 9 Spielen 7 gewonnen, Anzeige, Champions League live bei DAZN, jetzt kostenlosen Probemonat sichern. Kovac insgesamt zufrieden. Die derzeit unzureichende Chancenverwertung begründet Kovac mit fehlender Präzision, seine Elf nicht so sauber gespielt, die wenigen Fehler in der Defensive werden bestraft. Insgesamt ist Kovac jedoch mit seinem Team zufrieden. Nach dem Duell mit Ajax hofft der Kroate noch auf einen Erfolg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach vor der nächsten Liga-Unterbrechung, dann ist wieder eine kurze Pause, dann können die, die da sind, wieder Kräfte sammeln, sagte er. Von Sportinformationsdienst.